Hallöchen! Im heutigen Video gebe ich euch Tipps und Tricks, wie ihr hier Kampfmesser in Call of Duty Cold War recht einfach in wenigen Runden auf Gold bekommt. Natürlich, hier die meisten Waffentarnungen hier für das Kampfmesser könnt ihr im Nu erledigen, nur mit ein paar Runden Nuketown oder Crossroads. Aber natürlich ein paar andere Aufgaben wären ein bisschen schwieriger und die werde ich auch euch heute hier erklären. Jo, wir fangen direkt an mit den Waffentarnungen. Unter anderem Sprühfarbe, da müsst ihr nur Feinde eliminieren, das macht ihr einfach nebenbei. Dann hätten wir hier die Streifentarnung, da müsst ihr Leute von hinten eliminieren mit den Verrätermedaillen. Dann nochmal Vollstrecke machen, ihr könnt beide Aufgaben direkt miteinander kombinieren, die gehen relativ einfach auch. Dann geometrisch, da müsst ihr Leute töten verwundet, dafür keinen Hardcore starten, da werdet ihr nur abgeknallt mit dem Kampfmesser. Dann Kirschblütentarnung, die bekommt ihr, wenn ihr hier Leute beim Rutschen tötet, geht relativ einfach mit Gung-Ho und mit ein klein wenig Übung. Dann hier die Tarnung mit Rauch, Blend oder mit hier Betäubungsgranaten Feinde eliminieren, darüber gleich mehr. Und dann nochmal eine weitere Tarnung, nämlich die Glücktarnung erhält ihr, wenn ihr dann, ja, einfach nur ein Multikill macht ein paar Male. Und schon wärt ihr fertig mit den Waffentarnungen. Mit dabei hätte ich hier bei den Perks Geist, Ninja und Gung-Ho. Ihr könnt aber auch noch kaltblütig oder whatever reinpacken. Mein Tipp wäre dafür natürlich Gesetzesbrecher oder Draufgänger für die Blendgranaten, Rauchgranatenabschlüsse. Blendgranaten reinmachen, beim ersten Perk hier Taktikmaske, damit ihr nicht selber geblendet werdet. Quartiermeister und Gung-Ho. Und dann, meine Freunde, einfach durchstarten, Waffe hochleveln und fertig machen. Mein Tipp wegen Leveln, viele Leute empfehlen auch dafür den Zombie-Mode, da könnt ihr im Normalfall die meisten nervigen Waffen wie Raketenwerfer, Granatwerfer, Kampfmesser und Co. leicht hochleveln. Und mein Tipp fängt damit direkt an, den, ja, wenn ihr die Waffen hochgelevelt habt, könnt ihr direkt alle Waffentarnungen gleichzeitig machen in nur wenigen Runden. Oder wenn ihr die halt normal macht im Multiplayer, müsst ihr erst die Waffe hochleveln, dann eure Aufgaben immer wieder wiederholen. Das wäre natürlich nervig. Und Real Talk, in Zombie-Mode braucht ihr nur wenige Wellen. Ihr schafft das relativ einfach und euer Kampfmesser wird echt gut gelevelt. Ich würde mal behaupten, jede Welle ein Waffenlevel. Und ja, im Multiplayer natürlich die Vollstrecker wären eine Aufgabe, die ihr ganz am Anfang erledigen müsst. Gleich wie hier die Medaillenfeinde von hinten erledigen. Die könnt ihr relativ einfach machen. Achtet natürlich auf euer Movement, achtet auf die Karte. Wenn ihr gerade Gegner findet im Headglitch, könnt ihr die relativ einfach erledigen. Und wenn ihr immer auf die Karte achtet, ihr auf Teamkameraden hört und ihr nachhört, ob Leute gerade nachladen, könnt ihr auch relativ einfach erledigen. Mein kleiner Tipp, lernt natürlich hier die Karten auswendig. Nuketown oder Crossroads werden die besten Karten natürlich, schön klein und geschmeidig. Und da könnt ihr immer gut in den Nahkampf reingelangen. Natürlich auch wegen den Rutschaufgaben, mit einer anderen Tastenbelegung, mit einer Scuff-Kontrolle oder mit ein klein wenig Übung, könnt ihr die relativ leicht machen. Mein Tipp wäre allgemein, spielt im Team, denn da können eure Teamkameraden euch ein klein wenig weiterhelfen, Gegner ablenken, könnt ihr dann leichter eliminieren. Auch wegen Blendgranaten, Rauchgranaten und Betäubungsgranaten wegen der Aufgabe. Im Team natürlich einfacher. Ihr spielt dafür am besten TDM oder Herrschaft in normalen Modi, kein Hardcore, denn dort werden euch die Gegner im Normalfall relativ flott erledigen. Und wenn ihr ein klein wenig Glück habt, habt ihr auch relativ taube Gegner, die ihr leicht erledigen könnt. Tja, ich finde die Aufgaben echt einfach. Aber ein paar Gegner, die natürlich ihr Tryhard, gutes Gehör haben, die können euch auch mit Totenstille noch hören. Allgemein gilt einfach, geht in die Defensive, wartet ein klein wenig ab, pusht nicht immer rein, volle Pulle und achtet auf Gegner, die gerade ein Scharfschützengewehr haben, die gerade nachladen oder gerade, ja, beschäftigt werden mit euren Teamkameraden, die könnt ihr leicht eliminieren. Die Mehrfachabschüsse gehen relativ flott, gleich wie die von hinten, die Vollstrecker. By the way, wenn ihr nicht wisst, wie ihr die macht, einfach länger Nahkampf gedrückt halten. Im Allgemeinen gehen die Aufgaben echt total einfach und ich finde, im Normalfall bräuchte man dafür keine Hilfe. Wenn ihr aber doch noch irgendwelche Fragen offen habt oder ihr eine Aufgabe nicht verstanden habt, gerne unten reinschreiben in die Kommentare, ich kann euch gerne weiterhelfen. Und natürlich auf meinem Kanal findet ihr noch weitere Call of Duty Cold War Videos im Bereich Waffenklassen, Tipps und Tricks, Tutorial und. Natürlich bin ich auch ein paar Male live. Ihr könnt gerne vorbeischauen, wenn ihr Bock habt, gerne meinen Kanal abonnieren für weiteren Call of Duty Cold War Content. Wenn euch mein Video weitergeholfen hat, würde ich mich über ein Abo und ein Like natürlich freuen. Und ja, wenn ihr Bock habt, dürft ihr gerne mitmachen. Dann könnte ich euch auch weiterhelfen bei der Tarnung. Weil ich finde, die Blendgranaten waren schon ein bisschen nervig.